Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2kTV zur neuen Folge von WW2K17, Mike Rear und der letzten Ausgabe vom Pay-Per-View Battleground. Wir treten heute gegen Kalisto an, der aktuell unser Rival ist. Ich gehe auch stark davon aus, dass wir gegen ihn bei Battleground antreten werden. Irgendwie, was hat ja Paul Heyman in der einen Folge angedeutet, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass wir gegen Bray Wyatt die Feder haben. Jetzt haben wir sie gegen Kalisto und ich würde sagen, wir schauen mal. So, sind auf jeden Fall direkt mal im Auftaktmatch. Armselig. So, da sind wir. Wie ihr unschwer erkennen könnt. Ja, hoffen wir natürlich, dass es gegen Kalisto wieder so schnell geht. Der ja auch Mitschuld hat hier in Brisbane, übrigens, dass wir gegen Cena verloren haben. So, legen wir direkt mal los. We got one-on-one action coming your way next, King. It's the best. We have one of our breakout talents against Kalisto. Moonwalking in moonshine. Oh, these two es geht direkt los. They can't wait to get this thing started. Eieiei. Jawohl. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Hier, komm, nimm das, du kleiner Penis. Geht schon wieder gut los hier für mich. Ach komm, warum hat Kalisto denn schon ein Signature? Das ist doch lächerlich. Jetzt hat er nicht mehr. Jetzt blutet er aber, was man durch die Maske nicht sehen kann. Ah, Mann, ey. Ach komm. He's in a little bit of trouble now. You have to wonder if he could recover from this, guys. You got that right, Michael. This is where we find out exactly what this guy is made of. Oh man, I didn't anticipate this match being as closely contested as it's been. He's sending a message to the entire WWE locker room here. And the sound of human flesh on the ground echoes around the arena. He's trying to find out here. Can he do it? Weil es eigentlich egal ist, ich hätte eben sowieso oder nicht mehr lang gebraucht, bis ich den bekommen hätte. So, Twist of Fate. Ich gehe fast davon aus, wenn jetzt der Fox gleich sitzt, dass es das schon war, weil bei dem letzten Match gegen Kalisto hat das ja auch mit Gelb und Orange ausgereicht. Ja, klar. Und heute kommt er raus. Heute kommt er raus, der Kalle. Ja, genau. Ja, richtig. Nein. Sein Signature. Nein, scheiße, das war gar nicht sein Signature. Alter. Das war mal knapp. Das war mal knapp. Hallo, steh doch mal auf, Mann. Er zeigt hier schon wieder was. No kidding. What a matchup. This has been a classic. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke langsam mit dir, Springmaus. Ja, komm, ey, und er reverselt das wieder. Hauptsache, er hat das ja alles. Dieses Spiel ist so abartig programmiert. Das ist ein Witz. Ja, bleib auch liegen. Schon steht Kalisto jetzt vor mir auf. Mann, Mann, Mann. Ich würde mal sagen, das ist Kalisto. Ich hatte hier schon teilweise Matches, da habe ich Brock Lesnar gesquasht. Ja, genau.
to the ribs. When this guy's on, look out. This is what makes him one of the. So, jetzt hab ich dein Signature, du kleiner Typ. So, persönlicher Flair. So, probieren wir den Pin. Er kommt raus. Er kommt raus. Wir haben noch was. Ein Petto. Auch geil, wo er hinguckt, aber jetzt gleich da hinten hinrennt. Wie one more time? Das war das erste Mal der. Rope Break, Alter. Ich krieg einen Föhn. Ach komm, ey, nur weil es eben Rope Break war. Jetzt ist der wieder hier, hat er die Wunderheilung oder was? Lächerlich ist das. Ein weinroten Oberkörper. Jawohl, geht doch. Mann. Mal gespannt, was morgen abgeht. Werde ich vernichten beim Pay-Per-View, wenn es soweit kommt. Mensch, attackier nicht. Ja, ich bin wieder als Heel besser geworden oder ich bin als Heel total nach oben. Ey, das ist so ein Witz. Ich habe auch nichts gemacht. Ich werde echt nie mehr Face werden können in diesem Spiel. Das ist unmöglich. So. Und schauen wir mal, was bei Battleground abgeht. Ich tippe ja schon wieder fast auf 2 Matches. Kalisto ist im Main Event um den Titel, ist klar. Natürlich, weil er auch so viel dafür geleistet hat. Also gut, Leute, morgen um 12 Uhr hat Kalisto die Chance, World Champion zu werden. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle raus. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst mir nochmal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und wer Bock hat, einfach mal auf Abonnieren klicken, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Wie gesagt, morgen um 12 Battleground. Bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Tag, lasst euch gut gehen und ciao.